Wir haben jetzt hier die Geschichte mit dem Forex-Bull und dem Vektor-Bull. Ja, klingt alles ein bisschen mystisch, ist es aber eigentlich nicht. Es ist nur eine andere Herangehensweise an die Märkte, die man hier nutzen kann. Sie sehen neuronale Netze, das heißt, ein System lernt. Interessanterweise an dieser Stelle übrigens auch das chinesische Brettspiel Go. Da gab es ja den Master of Game sozusagen. Der hat ja gegen die künstliche Intelligenz von Google verloren. Geplant waren eigentlich 5 Spiele. Nach 3 Spielen ging der Sieg 3:0 an die künstliche Intelligenz. Das heißt, das neuronale Netz von der künstlichen Intelligenz war insofern nämlich auch interessant, dass nach dem ersten Spiel war es noch ein relativer Gleichstand zwischen den 2 Spielern. Ab dem 2. Spiel, wo das neuronale Netz gewonnen hatte, war es natürlich dann schon ein leichter Vorteil für die künstliche Intelligenz. Neuronale Netz deswegen, weil es eben auch lernt aus den vergangenen Spielen. Und beim 3. Spiel hatte der chinesische Schachspieler im Prinzip schon, obwohl es der Beste der Welt ist, schon keine Chance mehr, weil die künstliche Intelligenz praktisch schon wusste, was er tun wird, aufgrund der 2 vorangegangenen Spielen. Und infolgedessen hat hier die künstliche Intelligenz mal wieder einen richtigen Schritt nach vorn gemacht. Natürlich konnte auch die künstliche Intelligenz nur das nutzen, was an Wissen vorherrscht, also an Datenmaterial. Aber sie hat mit dem Spiel gelernt und sie hat auch schon im letzten Jahr gegen den Dritt- oder Viertplatzierten der Weltrangliste gespielt. Und Go ist ja, sage ich mal, noch eine Steigerung zu Schach, sage ich mal. Also ein Strategiespiel, man muss nach vorne denken, man muss Züge vorausschauen. Hochinteressant in jedem Fall. Und die ganze neuronale Netzgeschichte, Lernen von aktuellen Ergebnissen und vergangenen Ergebnissen, das tut auch der Forex-Bull und auch der Vektor-Bull. Die gehen nämlich vor, es ist ein bisschen viel Text jetzt, ich fasse es mal zusammen, letztlich die Fuzzi-Vektor-Logik, die verdankt ihre Geschichte eigentlich aus dem Kontrollbereich. Ja? Das ist hier Mustererkennung aus der Chemometrik, Sensorik, Expertensysteme, Prozessleitersysteme, Qualitätskontrolle. Da kommt die Fuzzi-Logik her und die bedeutet so eine gewisse Unschärfe. Ich erinnere hier auch an Micha Vogt, seine fachliche Unschärfe. Geht so ein Stück weit auch in die Richtung. Aber speziell ist die Mustererkennung sehr, sehr interessant für die Fuzzi-Vektor-Logik, weil die kann im Prinzip in einem Raum Muster identifizieren, lokalisieren, mit diesen Mustern arbeiten. Und was haben wir bei uns bei der technischen Analyse? Wir haben in einem Preischart Bars, eher noch Candlesticks, also 4 Daten, Open, High, Low, Close. Das ergibt einen Tag, eine Periode, aber das sind Datensätze, mit denen kann man arbeiten. Und die Mustererkennung führt die Fuzzi-Vektor-Logik umgemünzt anhand der Barcharts durch, die eben hier so auftauchen. Und der Forex-Pool sucht, und jetzt wird es interessant, ohne Vorgabe, scannt der den Markt nach Wiederholungsmustern. Die Fuzzi-Logik, also nach Unschärfe, versucht sie rauszufiltern und versucht eine Logik in der Unschärfe zu finden und macht jetzt hier in unterschiedlichen Zeitfenstern eine eigenständige Forschung, die ist durchaus auch eigenartig, was für Muster da kamen. Und da rede ich jetzt nicht von einem Hammer oder einem Bullish Engulfing oder einem Doji, also die klassischen Candlestick-Muster. Das sucht das Gerät nicht. Das sucht einfach anhand der 4 Parameter, Open, High, Low, Close, gewisse Beziehungen zu den Tagen davor. Und der Vektor-Bull sogar noch zu dem Intraday-Verlauf davor. Aber da ist letztlich der Punkt hier, dass der Markt versucht, Ergebnisse zu filtern, die sich wiederholen könnten. Und hier zeige ich Ihnen mal ein Beispiel vom Freitag. Ist jetzt ein Stück weit schlecht zu sehen, aber ich werde es Ihnen erklären. Das ist der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, auch Looney genannt. Der ist übrigens am Freitag höchst bullisch, wie wir gleich sehen werden. Und die Fuzzi-Vektor-Logik hat am Freitag, das war letztes Jahr, ein bullisches Pattern lokalisiert, was in 63% der Fälle bei 164 Wiederholungen im Schnitt zu plus 0,3% Gewinn führte. Ist jetzt banal, möchte man meinen, aber man weiß, neben dem, dass ich jetzt noch die nächsten Daten dazufüge, dass der US-Dollar hier in einem saisonalen Chart vor einer Aufwärtsbewegung stand. Hier am Freitag mit 76% positiver Schlusspreise während der letzten 52 Handelswochen einen bullischen Handelstag hat. Habe ich schon mal den Parameter Wochentagsstärke. Saisonal sieht es auch gut aus. Und ich habe die Fuzzi-Vektor-Logik, die anhand der vorangegangenen Jahre während der Erscheinungsform, die sich da hier 164 Mal wiederholten, war es 164 Mal, ja, 164 Mal wiederholten, sozusagen ein Muster erkannt hat, was sich wiederholen könnte. Und hier gehen wir jetzt eben zum Live-Chart. Sieht jetzt alles ein bisschen bunt aus, klar, lassen Sie sich dadurch nicht verwirren. Letztlich hier das angegebene Tagesziel. Hier ist die Asia-Session, also die Asia-Range. Ich gehe mal kurz auf die Maus, dann sehen Sie es gar nicht so richtig. Das ist nämlich alles ein bisschen sehr klein hier. Das ist der asiatische Handel hier, bis früh um 7, 8 Uhr.
Und da hat der Looney, also der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, ist hier schon bullisch reingekommen in den Tag. Das sieht schon mal gut aus. Hat dann hier sozusagen das Vortageshoch auch nach oben überwunden. Hier die grüne Linie ist dann auch noch das Vorwochenhoch. Und statistisch hat der Forex-Bull diese Zielzone, also die Fuzzy-Logik, Fuzzy-Vektor-Logik vom Forex-Bull, hat diese Zielzone bereits frühs um 5 Uhr ausgegeben. Die Fuzzy-Vektor-Logik hat aufgrund der statistischen Daten gesagt, Sie sehen ja, es ist sogar noch viel, viel weiter gegangen, hat aber gesagt, A, haben wir einen bullischen Wochentag, B, haben wir ein Wiederholungsmuster, was sich durchaus wahrscheinlich wiederholen dürfte und wir haben saisonal sogar auch noch Auftrieb und jetzt gehe ich noch mal kurz eine Folie zurück, denn auch der Montag ist statistisch gesehen ein bullischer Tag. Das heißt, wenn man Freitag so einen Trade eröffnet, mit bullischer oder statistischer Wahrscheinlichkeit, macht es durchaus Sinn, den auch bis Montag durchzuhalten, weil Montag statistisch auch ein anknüpfender bullischer Tag war. Aber die FTSE Intraday-Logik, wie gesagt, die zählte jetzt nur für den Freitag und hat in dem Fall wieder einen Treffer erlangt. Das heißt, ergo, bei einer nächsten Wiederkehr eines solchen Musters haben wir 165 Erscheinungen und dann eben eine Trefferquote, die müsste dann im Bereich bei 63-64% liegen. Das heißt, das statistische Muster ist weiter unterfüttert worden mit einer statistischen Relevanz. Dazu am Rande, bei der Fuzzy-Vektor-Logik werden erst ab 30 Wiederholungen die Muster interessant und eine Trefferquote von über 60% muss gegeben sein. Erst dann springt die Intelligenz auf und versucht daraus was zu machen. Auch interessant zu wissen, dass da schon eine Filterlogik eigentlich dahinter steht. Gut, gehen wir jetzt noch tiefer rein, weil der Spaß kennt keine Grenzen und auch die Fuzzy-Vektor-Logik nicht. Jetzt ist es nämlich so, dass das Ganze auch hier der Vektor-Bull sozusagen ist. Das ist sozusagen die Tochterunternehmung von Forex-Bull. Haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze sogar im Intraday-Chart bis auf 5-Minuten-Basis runterzubrechen. Ich will sagen, das ist ein Stück weit Kristallkugel und vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Dennoch ist es auch hier so, dass man bereits, je nachdem, wann man das Timeframe öffnet, hier eine Art Kristallverlauf bekommt, eine Kristallkugelvorausschau, wie der Intraday-Verlauf eines Währungspaares, einer Währung an sich oder eines Indexes, man kann das auch sogar auf Aktien münzen, wie der wahrscheinlich verlaufen wird aufgrund vergangenheitsbezogener Daten. Hier spielt auch die Saisonalität direkt mit rein. Das heißt, wir haben hier nicht irgendeinen saisonalen Charakter, sondern hier geht es auch um die Fuzzy-Vektor-Logik, Auswertung vergangenheitsbezogener Parameter, Erscheinungen. Und die werden aber unabhängig von statistischen Relevanzen, wie oft das funktionieren könnte, sozusagen in den Chart gepinselt. Und man hat hier sozusagen eine Tendenz, wie sich statistisch, fuzzy-vektorlogisch, technisch das Ganze auswirken kann, im Intraday-Bereich sogar. Und jetzt sehen wir mal hier noch eine Möglichkeit, dass wir das Ganze justieren kann. Nachdem der hier schon in der Nacht gesagt hat, es geht steil runter, ist es ja tatsächlich passiert. Es gibt auch andere Beispiele, wo der blaue Graph letztlich nach oben zeigt und die Fuzzy-Logik völlig in die Irre weist sozusagen. Das heißt, das hier ist eine Art Kristallkugel, eine Möglichkeit, eine Tendenz auszuloten. Man soll das hier nicht blind handeln, sondern man kann das mit der technischen Analyse natürlich filtern, mit einem eigenen Setup kombinieren, um dann einen schönen Einstieg zu finden. Wenn man das jetzt zum Beispiel hier justiert, dann passt sich sozusagen der aktuelle Preisverlauf an. Aber jetzt bin ich ein Stück zu weit gegangen. Der aktuelle Preisverlauf, wenn ich die Justierung vollziehe, nachdem ich die Plattform geöffnet habe, dann schiebt sich praktisch der aktuelle Preisverlauf rein und da sieht man hier, dass eigentlich der Boost nach unten schon gelaufen ist. Das heißt, man kann die Fuzzy-Vektor-Logik auch justieren auf den Zeitpunkt, wie denn der Kursverlauf eigentlich jetzt weitergehen könnte, nachdem es schon eine Bewegung nach unten gab. Und was ich selbst mache, das hatte ich auch am Donnerstag, halt am Freitag im Rainbow Trading gezeigt, zwar nicht dort erklärt, aber das ist ein Punkt, den ich nutze. Das heißt, das sehen Sie jetzt wahrscheinlich auf Ihrem Heimdesktop besser. Der Chart ist sehr, sehr dunkel. Ich gehe noch mal kurz ran hier an die Maus, um da ein bisschen rumzuspielen. Da sehen Sie das Rainbow Trading von mir und das Wichtigste ist natürlich der Preis. Deswegen sehen Sie die Candles hier schon recht deutlich. Sie sehen auch hier wieder die Asia Session, die durchaus interessant für mich ist. Also was ist im asiatischen Handel passiert. Und dann sehen Sie im Prinzip den Rainbow oben wahrscheinlich ein Stück weit schwach. Aber der sagt mir, was ist der Rainbow? Der Henry hat es schon definiert vorhin, ein Trendfolgeprinzip. Der Rainbow symbolisiert oder signalisiert mir persönlich mit unter einer Millisekunde, weiß ich, ob wir einen starken Trend haben oder nicht. Und beim Schweizer Franken gegenüber dem japanischen Yen waren wir in einer Abwärtstrendbewegung. Und die Fuzzy-Vektor-Logik hat zum Beispiel hier eben nochmal zurück zum Vektor-Bull, hat eben an diesem Tag hier einen Abwärtsimpuls versprochen. Und man kann zum Beispiel dann hier
entweder Unterschreitung Tagestief, Vortagestief oder Unterschreitung der Asia-Session hier auf einen Short-Trade spekulieren. Das ist jetzt ein Musterbeispiel. Das funktioniert natürlich um Gottes Willen nicht immer. Aber was ich zum Beispiel hier statistisch interessant finde, ich suche mir starke, intakte Trends. Und wenn das dann noch mit der FTSE-Vektorlogik zusammenpasst, Intraday, wie hier zu sehen, oder wie weiter vorne zu sehen mit der FTSE-Vektorlogik auf Tagesbasis, dann ist das ein interessantes Setup, wo man durchaus auch mal das Risiko ein Stück hochfahren könnte. Theoretisch. Ja, man muss es nicht, aber man könnte es. Und mein Bildschirm daheim sieht dann praktisch, und meine Trading Station, jetzt muss ich mal sehen, dass das hier weitergeht, sieht zum Beispiel so aus. Hier ist der 1-Minuten-Chart, da mache ich Euro-US-Dollar meistens. Und hier die Währungspaare im M30, M15 und hier oben habe ich die 15 Top-FX-Pairs in der FTSE-Vektorlogik. Und da weiß ich im Prinzip jeden Morgen schon ab 7.30 Uhr, was die Statistik sagt. Einerseits da drüben, andererseits hier, was mir die Trendbewegungen sagen. Ja, und wenn da gewisse Synergien zu sehen sind, sprich Trend bläst nach unten und FTSE-Vektorlogik auch, dann ist das für mich eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass es so kommen kann. Und dann versuche ich da praktisch einen Entry durchaus zu finden und das Baby nach Hause zu fahren. Das letztlich kann man natürlich alles nur im Griff halten mit dem richtigen Money- und Risk-Management. Das ist, wie gesagt, nur eine Methodik, wie man vorgehen kann. Die FTSE-Vektorlogik dient mir als Ansatz, um statistisches Datenmaterial zu nutzen und mit dem neuronalen Netz, mit der künstlichen Intelligenz eben noch ein Stück weit, ich will es fast schon Mystik zu bauen, aber letztlich einfach nur einen statistischen Erfolgsfaktor zu generieren. Ja? Und wie gesagt, man kann es durchaus vollziehen. Auch Mike Koch hat zum Beispiel, ich glaube seit 2011, hat er über anderthalb Jahre die FTSE-Vektorlogik getradet, jeweils das stärkste Währungspaar des Tages, also mit dem besten Pattern. Und die Performance lässt sich sehen. Schauen Sie mal auf forexbull.de.